Das ist müde aus. So, da sind wir drauf. Herzlich willkommen bei Jagalu TV Live Video Chat. Heute mit Marco Angelini. Da. Und viel Spaß. Schreibt schön langsam, damit er eure Fragen auch lesen kann. Und los geht's. So, wo bist du jetzt? In Berlin ist er jetzt. Hallo, meine Lieben. Ich sag nur du und ich. Ja, schön, dass heute hier sein kann. Ich hätte mal auf eure Fragen da eingehen. So. Noch sind keine Fragen, sind alle nur. Okay. Seid ihr gut drauf? Wo muss ich da hinschauen? Wo ist denn die Kamera? Genau, da. Falls du hier noch was schnuckern willst, so, tu dir keinen Zwang an. Dankeschön, ich bin auch gut versorgt hier. Ja, ihr seid gut drauf, das finde ich gut. Oh mein Gott, so nah. Komme ich nicht mehr so nah. So nah kommen sie nie wieder. So, einmal kurz die Haare machen. Dann geht es auch gleich los. So, kommst du mal wieder nach Passau? Ja, also irgendwann komme ich wieder nach Passau. Habe heute auch, wie ihr seht, eher so Lederhosen an. Also auf jeden Fall, ganz klar. Freue mich, oder verdient, dann komm näher. Ja. ist dein Akku wieder voll? Ja, ist wieder voll. Auf jeden Fall. Wie wär's mal mit einem Tattoo machen? Ah, ich glaube, ich weiß, wer mir da gerade schreibt. Hallihallo Laura. Also auf jeden Fall können wir gerne mal machen. Ich gehe das nächste Mal mit dir ein Tattoo machen. Aber willst du schon wieder ein Tattoo machen? Okay. Da bin ich dabei. Kannst du mal nach Düren kommen? Mein Gott, wo ist bitte Düren? Ich weiß es nicht. Aber ich komme sicher mal dahin. Irgendwann. Du hast die Haare schön. Wie geht's dir denn? Ja, also mir geht's wirklich top. Für mich sehr wohl hier in Deutschland mit der ganzen Tour und alles. Wäre halt ganz freundlich und nett aufgenommen. Und könnte mir nicht besser gehen. Wann kommt dein Album raus? Momentan gibt es ja nur, was heißt nur, gibt es ja die Single, du und ich. Das Album wird dieses Jahr noch kommen, wahrscheinlich im September, bin mir aber nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich September. Komm mal nach Freiburg, ja, komme ich auch hin. Bregenz, Österreich, jawohl, sehr gut. Komm nach Hannover, okay. Ja, Hannover war ich erst vor kurzem, aber komme ich auch noch hin. Stuttgart, ja. Wenn ich 18 bin, komme ich dich mal besuchen bei einem Auftritt. Ja, es kommt jetzt drauf an, wie alt du bist, ob ich da noch Musik mache. Keine Ahnung. Du und ich, bestes Lied ever. Dankeschön. Kommst du mal wieder nach München? Oder vielleicht nach Mühldorf? Ja, also München war ich ja gerade erst. Also hatte man jetzt schon die Chance, ne? Was hat dir beim Videodreh zu du und ich am schwersten? Was ist dir am schwersten gefallen und was hat am meisten Spaß gemacht? Ja, also, was hat mir am meisten Spaß gemacht, hat mir natürlich da, es war mein erstes Musikvideo und habe ja auch da einen Profi an meiner Seite gehabt, Senta Sofia Deli Ponti, meine große Liebe, die mir aber leider einen Korb gegeben hat. Also, nein, also, liebe Grüße an Senta von mir aus hier und war echt ein voll total cooler Dreh und danke nochmal an Senta und ja, es gibt einen Kaffee, machen wir dann noch. Wie wichtig sind dir deine Fans? Ja, natürlich total wichtig, also ohne euch funktioniert mal gar nichts. Ja, das wisst ihr aber glaube ich auch, also ich bin ja glaube ich schon so ein Typ, der einen sehr engen Fankontakt hat, ohne Fans geht einfach nichts. Ich möchte mich auch in diesem Sinn bei euch bedanken für die tolle Unterstützung. Also die Single Du und Ich ist ja auch in den Charts ziemlich erfolgreich eingestiegen. Und das habe ich alles euch zu verdanken. Und ich hoffe, es werden natürlich noch viele, viele mehr. Also verbreitet die Nachricht, wo es nur geht. Und ja, ihr seid einfach die Besten. Fühlt euch gedrückt. Ja, sind jetzt einige Fragen, ne? Lydia, wie geht's da? Ich würde mal sagen, das ist Lydia aus Österreich. Also mir geht's gut und sie kommen bald nach Österreich. Sehr geil. Lauchi schreibt mir schon wieder Schleimer. Was? Lauchi.
Wir sehen uns immer, wir sehen uns wieder, ne? Ich sag's dir nur. Magst du uns noch ein Ständchen singen? Na klar mache ich das. Du und ich für immer zusammen. Oh, du und ich für immer und ewig. So, kannst du meine Freundin... Ah, da will jemand mit mir Angel singen. And do they know the places where we go when we're gray and old? Because I've been told that salvation let their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel the love is there, I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection and that love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfalls, wherever it may take me, I know the love won't break me when I come to call. She won't forsake me. I'm loving angels instead. Sehr schön! Mein Dankeschön an meinem tollen Duettpartner. Okay. Unglaublich. So ja, ich sollte ja auch... Ich krieg die Haare wieder schön. Ich sollte ja auch Andrea grüßen. Hallo Andrea! Alles Liebe von mir. Feuerzeuge, ja. Mein Engel hier auf Erden. Ich finde das ja voll cool, war schon lange nicht mehr so im Live-Chat. Was ihr da alles so fragt. Herrlich, ja, da. Dankeschön, Dankeschön, du bist so toll, bist so herrlich schön. Wahnsinn. Kann ich dich mal für meinen Geburtstag buchen? Ja. Ja, kommt drauf an, wann, wie, wo. Kostet. Wo denn? Wenn du mir das noch sagst. Meine Haare sind immer schön, ja, also. Die muss man auch schon so pflegen und hegen. Jetzt machen wir so. Oh, ich will auch Haare haben. Fuschelkopf. So. Kann man bei der Autogrammstunde am Freitag in Graz, kann man da auch Fotos machen? Natürlich. Also Fotos, Autogramme, CDs, Live-Auftritt, alles Mögliche funktioniert da. Stylisch, ja. Kennst du Daniele aus der letzten Staffel? Natürlich kenne ich Daniele. Also Daniele hast du super gemacht. Also ich habe dich richtig geil gefunden und schaue mir natürlich alle DSDS-Staffeln auch an. Ach so, dein Geburtstag, nochmal zum Geburtstag, ist in Hannover. Aha, okay. Dann Dani fragt, wie wird dein Album aussehen? Geht's auch in Richtung Schlagerpop? Ja, also das Album wird schon ein bisschen schon in diese Richtung natürlich gehen. Also ich kann ja auch nicht alle 5 Minuten meinen Stil ändern. Nein, es war schon wie bei DSDS, also bunt gemixt und ich bin nicht festzunageln, ich bin nicht das und ich bin nicht das. Ich bin immer das, was ich gerade mache. Marco, was ich immer... Oh, jetzt ist es weg, schade. Du bist... Okay, ach so. Liebe Grüße auch von der Sarah und von der Petro-Fanseite. Dankeschön, liebe Grüße zurück und ich hoffe, ich sehe mal meinen Fisch wieder mal. Jackpot, ich schwöre. Und ja... kommen noch mehr Musikvideos von dir? Ja, also ich könnte ja da schon so einiges verraten. Tue ich aber nicht. Musikvideos kommen auf jeden Fall und ja, es wird ziemlich lustig und geil werden. Da kann ich euch nur versprechen. Kommst du mal nach Weimar, Erfurt? Also ich werde wahrscheinlich alles, was ihr da so schreibt, ich werde wahrscheinlich überall mal hinkommen. Bist du bald wieder öfters in Österreich? Ja, also ich komme. Am 8. bin ich in Graz, am 9. bin ich in Graz, also Februar, Entschuldigung, am 10. Februar bin ich in Wien und es werden wahrscheinlich auch noch mehr Sachen kommen. Ja, kommst du wieder mal nach Feldbach? Ja, warum nicht? Das ist ja auch in der Steiermark, Moni. Und so viele Ösis hier heute. Ja, so viele Ösis hier. Unfassbar. Ja, das ist gut so. Wie schreibst du deine Texte, deine Songs? Hast du Melodien im Kopf? Wie machst du das? Okay, ja, Songs schreibt man natürlich aus einer Emotion heraus und ja, also ich setze mich da einfach hin, wenn es mir schlecht geht, wenn ich über irgendwas nachdenke,
Bevor ich da weitermache, warte. Charlina aus Bremen möchte ich grüßen. Alles Gute, ne? Gute Besserung. Du liegst ja mit Fieber im Bett. 5 Jahre alt. Also alles Liebe von meiner Seite vom Dr. Marco. Soll ich ein Antibiotikum vorbeibringen? Nein, alles Gute, ne? Ja, wie schreibe ich meine Songs? Ja, ich schreibe die einfach aus Emotionen heraus, setze mich mit der Gitarre hin, spiele eine Melodie und baue dann den Song, den Text dazu. Also zuerst Melodie und dann Text. Das macht, glaube ich, jeder anders. Hast du eigentlich nur, also Jenny fragt, hast du eigentlich nur Kontakt zu Basti? Ich sage nur, Becks geht. Ich hoffe, dass wir diese Becks-Werbung wirklich mal machen können. Also Basti, wenn du irgendwo da draußen bist, wir machen das noch. Wir machen irgendwann mal Becks-Werbung, aber alkoholfrei. Ja, ich habe natürlich noch Kontakt zu Basti, aber natürlich hat er viel zu tun, ich viel zu tun. Aber wenn wir uns sehen, dann freuen wir uns natürlich total. Ja. Ja, Lydia schreibt, okay, ist ganz ungewollt, nicht mehr überall dabei zu sein. Ja, liebes Camper-Mädel, du kannst ja auch nach Deutschland kommen und dann regeln wir das schon wieder irgendwie. Also die Zeiten vermisse ich auch schon ein bisschen, muss ich schon sagen. Was war das für eine Emotion zu du und ich? Ja, das war natürlich eine positive Emotion. Einfach Frühlingsgefühle. Und dann noch so ein Videodreh mit Center. Ha, ehrlich. meine Lieblingsrolle in einem Film oder Bühnenstück wäre... Na gut, ich bin ja schon so ein bisschen Doktor auch und stehe total auf Grey's Anatomy und auf Scrubs und auf so Zeug. Also es wäre schon geil, so eine Chefarztrolle, so wie Dr. Shepard eben so und dann so. Meredith, du kannst das nicht machen. Nein. Sorry, muss jetzt sein. Nein, einfach so eine Ärzte-Rolle oder so. Könnte. Danke, also liebe Grüße von der Charlina zurück. Wirklich gute Besserung. Okay, Steffi loves music. Ob ich mal zum Tanzauftritt komme? Ja, ich würde gern vorbeikommen, aber ich kann nicht tanzen. Also du musst mir da schon, also ich kann schon so ein bisschen tanzen, aber du musst mir da wirklich so ein bisschen Unterricht geben, wenn du mir hilfst. Yeah, Scrubs. Genau, Grey's Anatomy. Yvonne schreibt, der Bergdoktor. Was? Hä? Also Österreich, da gibt es immer so Vorurteile. Ne? Also wir haben zwar Berge, aber wir sind ganz normale Menschen. Ja. Mit wem würde ich gerne mal ein Duett singen? Außer mit dir, Laura, gibt es ja noch eigentlich ganz viele Leute, mit denen ich ein Duett singen möchte. Am liebsten mit Paolo Nutini. Das ist nach wie vor mein Lieblingssänger. Und ja, also es gibt eigentlich nur zwei Künstler, wo ich CD kaufen soll. Paolo Nutini und natürlich meine. Ja, du könntest auch deine eigene Praxis aufmachen. Ja, hätte ich auch irgendwann mal vor. Also, wenn es dann soweit ist, dann sage ich euch Bescheid. Und dann bitte machen wir das auch so, dass ihr alle eure Hausärzte cancelt und dann alle zu mir kommt. Ne? Also, ich singe euch dann auch so ein bisschen was vor und dann geht es mit der Genesung gleich besser. Kannst du mal Svenja aus Witzhelden grüßen? Also, Svenja aus Witzhelden, ich grüße dich, fühle dich gedrückt. Liebe Grüße aus Berlin. So. Nein. Ich soll McDreamy ersetzen. Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil die fallen ja alle da mit dem Flieger immer runter. Also ich möchte eine Rolle haben, wo ich nicht so schnell ausscheide. Yvonne schreibt, war doch nur ein Scherz mit Bergdoktor. Ich sag's dir. Wohin würdest du gerne mal wieder in Urlaub fahren? Also ich habe meine Urlaubspläne 2013 schon fixiert. Dieses Jahr geht's nach Portugal. Und ich würde auch gerne mal irgendwie wieder nach Asien. So, keine Ahnung, vielleicht Südkorea, Vietnam, irgend sowas. Ja. Mit wem würdest du gerne in Zukunft noch zusammenarbeiten? Und machst du, wenn es irgendwann mit der Musik nicht mehr klappt? Weil der Erfolg ausbleibt. Geil. Ja, natürlich, ich habe ein fixes Standbein. Ich kann natürlich immer als Arzt arbeiten und das habe ich auch irgendwann mal vor. Aber es ist natürlich sehr cool und sehr schön, wenn man von der Musik leben kann. Und ich habe von der Musik aber noch lange nicht genug. Also es ist gerade erst der Anfang. Es geht weiter nach oben. Und ich möchte auch vor allem zeigen,
dass es das heißt ja immer DSDS, DSDS, die Leute kommen da nicht weiter, die schaffen ja nichts und so. Also ich möchte mit diesem Vorurteil mal wirklich aufräumen, weil ich sag mal so, es sind wirklich sehr, sehr gute Musiker bei diversen Castingshows, nur es ist oft auch wirklich sehr schwierig, da nach oben zu kommen. Und das schafft man eben auch nur durch Fans wie euch. Und dafür möchte ich auch mal Danke sagen. Und ja, und ich werde auf jeden Fall weitermachen. Und deswegen bleibe ich euch noch ganz lang erhalten. Ja. Wie lange bist du jetzt noch in Berlin? Also ein paar Tage bin ich noch in Berlin. Es geht auch ab ins Studio wieder. Ich kann nur sagen, Berlin ist eine saugeile Stadt. Ich habe jetzt schon ziemlich viel gesehen, noch immer nicht alles. Also unglaublich, es inspiriert mich total hier zu sein, aber ich freue mich ganz ehrlich gesagt auch wieder auf zu Hause, ein bisschen auf Graz, auf meine Mama, auf meinen Papa, auf meine Wohnung, auf mein Wiener Schnitzel. Da geht's schon wieder. Also, ich freue mich drauf. Ja, vor meinem Album kommt natürlich noch eine Single raus. Es kann auch sein, dass vielleicht sogar mehr Singles rauskommen. Also vielleicht kommen überhaupt nur mehr Singles raus, also... Nein, es kommen auf jeden Fall noch Singles raus vor dem Album und könnt ihr schon drauf freuen. Auch tolle Videos. Ich singe ein Lied für dich, ja. Andy Gavalier, mein Freund aus Graz. Also ich sag nur Steiermark rockt. Ich singe ein Lied für dich und dann fragst du mich, willst mit mir tanzen gehen? Ich glaube, ich stehe auf dich. Ja, was sind deine Top 3 Wünsche, die 2013 noch in Erfüllung gehen sollten? Ich bin momentan wirklich wunschlos glücklich. Also ich habe jetzt mein Studium abgeschlossen, habe meine Diplomarbeit fertig, war da kurzzeitig auch krank mit meinem kleinen Finger. Da hatte ich ja so einen kleinen Knochentumor drinnen. Das ist alles, hat funktioniert jetzt wieder alles. Ich habe eine geile Plattenfirma gefunden in Berlin. Also ich bin momentan wunschlos glücklich und ich kann wirklich nur sagen, und das meine ich jetzt ganz ernst, also es gibt nichts Besseres, wie gesund zu sein, wenn es einem gut geht und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und wenn du Leute hinter dir stehen hast, die zu dir halten, auch Familie, Freunde, das, also 2013 hat eigentlich ganz gut angefangen und deswegen bin ich sehr zufrieden, sage auch Danke, klopf hier mal auf Holz und wirklich sehr schön. Ja, das war jetzt mal kurz ernstes Thema zur Lage. Wann kommst du wieder nach Voitsberg? Ja, ich freue mich schon wieder, Voitsberg! Ich bin natürlich bald wieder in Voitsberg und da ist auch eine riesen Faschingsparty und da werde ich mich verkleiden und da werden wir richtig Spaß haben. Und ich darf da das erste Mal wieder ein Schlückchen Bier trinken oder ein bisschen Alkohol trinken, weil ich mache das ja immer den ganzen Jänner. Von Silvester bis jetzt trinke ich keinen Schluck Alkohol und gar nichts und nichts. Und es ist total wichtig, auch bei solchen Touren, dass man einfach fit ist, um dann auf der Bühne Gas geben zu können für euch. So, okay, stopp, steht da von Kattimann. Ich soll Annalena grüßen, die konnte bei der Autogrammstunde nicht dabei sein. Annalena, alles Liebe von mir, hier, du und ich, Marco Angelini. So, Hallöchen, Popöchen, okay, was auch immer das heißen mag. Als was ich mich verkleide, also... Ich werde euch mal ein paar Fotos online stellen, noch vor Fasching. Also bei euch heißt es ja Karneval, bei uns heißt es Fasching. Oder heißt es ja auch Fasching? Heißt auch Fasching, okay. In Deutschland heißt es auch Fasching. Ich habe da ein paar geile Fotos, wo ich auch als Frau verkleidet war. Also das können wir gerne mal machen, die werde ich online stellen. Ja, ich habe gewisse Neigungen. Nein, also es sind ganz lustige Pics und die werde ich euch auf jeden Fall noch hochladen. Ja, 2013 kann echt so weitergehen. Ja, Kathi, da hast du recht. Auf uns kannst du zählen. Dankeschön. Also ich weiß das echt zu schätzen. Also einige von euch sind ja bei all der Autogrammtouren ganz Deutschland dabei gewesen. Wiesbaden, Heidelberg, Leipzig, Jena, Berlin, da. Also wirklich danke. Das war gerade meine CD, die sich verabschiedet hat. Wieder da. Was ist das Verrückteste, das du je gemacht hast? Naja gut, also ich würde schon sagen, Deutschland sucht den Superstar. Also... Es ist schon so ein bisschen crazy gewesen. Hat mein Leben ja auch schon so ein bisschen durcheinander gebracht. Also jetzt im positiven Sinn. Und ja, also so mit Dieter Bohlen so rumzuhängen, ist schon crazy. Ja. Ja, als Frau verkleiden. Was würdest du jungen Menschen raten, die davon träumen, Sänger zu werden? Ja, ich habe ja da schon einige Erfahrungen gemacht. Ich würde auf jeden Fall sagen, man braucht die Liebe zur Musik. Das ist das oberste Prinzip.
Es wäre natürlich auch cool, wenn man sich nicht nur darauf verlässt, irgendwie ein Superstar zu werden oder ein total bekannter Sänger oder irgendwas. Man muss natürlich auch ein festes Standbein haben, also immer Schule, Arbeit und das alles muss man, glaube ich, irgendwas muss man, so eine Lehre oder eine Ausbildung sollte man fertig haben und dann kann man auch ganz entspannt so eine Musikkarriere hineingleiten und dann ist auch, sage ich mal, jetzt nicht so wichtig, wie weit es geht, sondern einfach, dass man dann Spaß dabei hat, ne? Und ja, einfach immer dranbleiben, am Ball bleiben, dann klappt es auch mit Dieter. So, was sagst du zu Bill und Tom Kaulitz in der Jury von DSDS? Ja, ich finde die eigentlich ganz cool, also der Bill, der macht das ja auch also ganz nett, ist da jetzt ja auch so eher der Nette, so eher der weibliche Part und dann auch noch Tom, ja, der haut auch mal so einen raus, aber ich finde die ganz sympathisch. Und ich sage nur, ich muss durch den Monsun, hinter die Welt, ans Ende der Zeit, bis kein Regen mehr fällt. Also ich war auch mal Tokyo Hotel Fan. Was machen Herwig und Martin eigentlich zurzeit musiktechnisch? Ja, da kann ich gleich mal sagen, also meine Studentenband Black Balloon möchte ich alle mal grüßen. Auch alle vergangenen Mitglieder, also alles Liebe von mir. Vor allem auch noch Gratulation Herwig, der hat jetzt auch seinen Doktortitel fertig. Respekt, mein Freund. Und ja, die machen natürlich alle musikalisch weiter. Ich jam auch noch mit Mr. Stone, ist ganz klar. Und wir machen da natürlich auch irgendwann weiter mit der Musik. Nur momentan ist da so eine kleine Pause. Wir müssen da mal ein bisschen umstrukturieren. Aber Black Balloon ist auf keinen Fall tot und es geht auf jeden Fall weiter. Also keine Angst. Oh je, da tun sich Abgründe auf. Tokyo Hotel, Frauenbilder. Ja, das alles ist Marco Angelini. So ist es nochmal. Sexismusdebatte? Könnte sein. Ja, das hatten wir schon. Wie wird mein neues Album aussehen? Also bunt gemischt, habe ich schon gesagt. Kannst du mal meinen Freund Jesse, alles Liebe von mir hier aus Berlin. Yeah, Black Balloon, habt ihr völlig recht. Also es geht auf jeden Fall auch weiter. Was sind die verrücktesten Sachen, die Fans für dich gemacht haben und machen? Na ja, gut, also da müsste ich jetzt länger aus. Also ich habe da schon ein paar tolle Leute dabei und die lassen sich auch immer kreative Sachen einfallen. Verrückt, weiß nicht. Also verrückt würde ich es nicht bezeichnen, ich würde es einfach kreativ bezeichnen. Also wir haben da ja auch so ein paar Leute, die tätowieren haben lassen. Ich möchte keine Namen nennen, Laura, aber ja, oder ja, es ist immer irgendwas dabei, auch so Geschenke oder auch danke nochmal an Steffi für die tollen Bänder, zum Beispiel diese Du und Ich Bänder, die sind fantastisch. Also unglaublich, was ihr alles macht. Und ich würde es nicht verrückt bezeichnen, ich würde sagen, einfach ausgefallen, crazy. Aber das zeigen meine Fans aus. Und dafür liebe ich sie. Tina! Die auch einen Namen? Wie die Negromis bei Negroni? Negroni, ja? Die Negromi-Fans? Ja, die Fans von Marco Angelini sind. Es gibt die Angelini-Löwen, es gibt die Balloonis, es gibt den Angelini Fanclub, also es gibt ganz verschiedene Sachen, es gibt die Pinguin-Familie, also es gibt ziemlich alles. Ach ja, da möchte ich auch nochmal Danke sagen, ne, für das ständige Voting und für eure Unterstützung bei allen Votings, die momentan so laufen. So, warum machst du jetzt Schlager? Ja, warum soll ich jetzt nicht Schlager machen? Also ich finde die Musik geil, ich finde es irgendwie ein bisschen schade, dass das bei manchen Leuten so ein Tick negativ behaftet ist, weil jeder, der mal Party machen möchte, der stellt sich da ja hin. Also es ist ja nicht von jedem gefordert, dass das sich das jetzt jeden Tag im Auto anhört. Das würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht tun, aber wenn man so Party macht und wenn man gut raus sein will, dann ist Schlager, glaube ich, das Perfekte. Und ja, das ist mein Ziel, Leute zu unterhalten, einfach Spaß und gute Stimmung zu machen. Deswegen Schlager und ja, jede Musikrichtung hat ihre Berechtigung. Wir leiden unter Markose. Ja, ob es da was dagegen gibt, keine Ahnung. Aber ich habe ja gesehen, es gibt jetzt so einen Pharmakonzern, der heißt Angelini. Also vielleicht haben die ja Tabletten, ich weiß es nicht. Aber nur Spaß, ne? Nix, keine Tabletten nehmen. So. Okay. Kann der Kontakt zu Alexander J. Benz und Tarek... Kann der als Glücksgriff, also ihr meint jetzt in dem Fall natürlich meine Plattenfirma Today Records, wo ich wirklich mal auch Danke sagen muss, ja, ob das ein Glücksgriff war, also auf jeden Fall. Wir kennen uns jetzt schon eine Zeit lang und es ist jetzt nicht nur so, dass wir jetzt so zusammenarbeiten. Ich kann euch wirklich versichern, es ist schon so ein bisschen familiär und sind alle, glaube ich, ein bisschen crazy und deswegen glaube ich, dass das
auch für die Zukunft sehr schönen Erfolg haben kann. Und also ich bin wirklich sehr dankbar und froh drüber. Und ja, to the records, I love you. I know I love you. So, egal was du singst, es hört sich eh gut an. Dankeschön. Jetzt werde ich aber fast ein bisschen rot hier, ne? So, normal sein ist fad. Ja, da hast du völlig recht. Dani Lein, normal sein ist echt fad. Also ich kann mir das durchaus vorstellen, mal völlig normal zu sein. Also, so, du hast einen Schweißfleck unter der Achsel? Nein, ich habe nicht einen Schweißfleck unter der Achsel. Ich habe zwei, links und rechts. Aber das ist, weil ich so nervös bin. Seid ihr jetzt böse? Ja gut, ich schwitze auch, was soll ich machen? Was ist dein Lieblingslied? Die bessere Frage ist, was ist euer Lieblingslied? Also meins? Ich stehe natürlich aber auch auf viele Musikrichtungen. Red Hot Chili Peppers, Paolo Nutini, James Morrison, Black Balloon, Kindergeburtstag, auch auf alles. Machst du wieder Austropop? Ja, also Austropop bleibt mir natürlich auch, bleibt natürlich auch in meinem Herzen, werde ich wahrscheinlich auch weitermachen und mal sehen, was am Album so passieren wird. Also, ich will ja nicht zu viel versprechen, aber mal sehen. Ja. Was ist dein Lieblingsfilm? Also, mein absoluter Lieblingsfilm ist American Beauty mit Kevin Spacey. Ich liebe diesen Film natürlich auch. Forrest Gump. Und ja, einfach so ein bisschen Filme auch mit Substanz, die mir momentan im Kino ein bisschen fehlen. Aber wobei, Django Unchained, voll geil. Kann nur jeden raten. Geht ins Kino, schaut euch den Film an. Mega. Und natürlich auch wieder ein Österreicher, ne? Der einen Oscar bekommen könnte. Also, einfach dran. Sing bitte gut investiert. Wie viele Lieder soll ich dir noch schreiben, so viele Strophen und endliche Zeilen? Wann kannst du sehen, was ich für dich empfinde? Mittlerweile merkt das jeder blind. Mach deine Augen auf und sieh in mein Herz. Ja, also wenn ihr den ganz hören wollt, müsst ihr einfach zu meinen Autogrammstunden kommen, zu meiner Tour in Österreich, Deutschland, überall. Ihr seht das natürlich auch alles auf meiner Facebook-Seite, die heißt Marco Angelini Musik. Also nicht Music, sondern Musik, und da einfach vorbeischauen, dann seht ihr unter Veranstaltungen überall, wo ich bin, was ich gerade mache, was ich tue. Ja, also sehr cool. Daniele könnte einen Echo bekommen. Ja, ich drücke ihm die Daumen, also du machst das. Kommt, bitte? Mrs. Greenbird ist auch Echo nominiert. Mrs. Greenbird ist auch Echo nominiert, höre ich gerade. Ich wünsche sowieso allen, dass sie den Echo bekommen, alle. Kommt, wo bist du auch aufs Album? Wo bist du kommt definitiv aufs Album und auf den könnt ihr euch auch freuen. Also ist ja mein eigenes Baby und da freue ich mich umso mehr. Welche Schattenseiten hat das Leben in der Öffentlichkeit? Ja, zum Beispiel, dass alles rauskommt, zum Beispiel Schweißflecken und so. Nein, Schattenseiten. Ich bin jetzt ja auch kein wie heißt da, irgend so ein Hollywood-Star, der da jetzt so extreme Probleme damit hat. Also Schattenseiten, ich finde es einfach total cool und natürlich das Einzige, was mich ein bisschen nervt, ist, wenn einer irgendwie so ungefragt Fotos macht, ohne, also beim Essen einfach so ganz unhöflich. Also ich glaube, wenn man so die ganz normalen Regeln der Höflichkeit einhält, dann bin ich der Letzte, der da irgendwie ein Problem damit hat. Und ja, es ist ja, als Künstler steht man, glaube ich, in der Öffentlichkeit, das gehört einfach dazu. Was ist dein Lieblingsplatz in Voitsberg? Mein Lieblingsplatz in Voitsberg, es ist für mich der Schlossberg und da kann man gut essen, kann über ganz Voitsberg schauen. Das ist ja meine Heimat, also Voitsberg. Also bitte alle auch mal auf die Voitsberg-Seite schauen und wirklich mal vorbeikommen. Das ist die geilste Stadt der Welt, neben Graz und Österreich und Berlin. Also Österreich ist eine Stadt, meine ich. Ja, okay. Ich sehe jetzt dann, dass es schon bald vorbei ist wieder mit dem Live-Chat. Es ist schon wieder bald um, also tut mir fast leid, was gerade so lustig ist. Aber ein paar beim Fragen. Nächsten Mal. Oder beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Ein paar Fragen gehen jetzt noch schnell. Also, wenn ihr noch Fragen habt. Dann zack, 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 zack. Ja, ich schaue nur noch mal. So, ich wünsche auf euch auf jeden Fall allen viel Spaß jetzt noch bei der Arbeit oder was auch immer ihr gerade macht. Ich versuche natürlich auch in eure Nähe zu kommen. Schaut einfach vorbei. Ich sage auch danke an Jagalu und dass ich heute hier sein konnte. Und natürlich danke für die Unterstützung.
mich würde es freuen, wenn ihr weiterhin auch dabei bleibt, am Ball bleibt, schaut auf meine Facebook-Seite, auf YouTube, wo immer, wo auch hin immer. Kauft euch, du und ich, den geilen Song und seht euch natürlich auch das neue Album an. Und ich grüße euch alle überall in Deutschland, Schweiz, Österreich, Luxemburg. Danke, 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 danke. Und ja, das war es dann eigentlich so von meiner Seite. Wünsche euch allen einen schönen Tag und liebe Grüße aus Berlin. Euer Marco. Und nicht vergessen, immer schön die Jagalo-Seite besuchen, damit wir weitermachen können. Bis zum nächsten Mal, ne? Und für euch die Chats hier organisieren. Den Lieben daneben ja ordentlich nerven, dass es wieder herkommen kann. Genau. Danke.